Zur Serie Sag uns deine Meinung stellen sich Jugendliche des Just Wienerbergs die Frage, was Krieg ist und was dieser bedeutet. Alara und Männer erklären euch Näheres dazu. Herzlich willkommen zu unserem neuen Beitrag Sag uns deine Meinung. Heute werden wir über das Thema Krieg sprechen. Aber jetzt klären wir erstmal ein paar offene Fragen auf. Was ist eigentlich ein Krieg? Ein Krieg ist eine Art von Gewalt. Wenn zwei Länder miteinander streiten und den Streit nicht durch Gespräche und Verhandlungen lösen können, dann wird gekämpft mit Soldaten und Waffen. Warum streiten Länder eigentlich miteinander? Es sind nicht die Länder, die miteinander streiten, sondern die Politiker oder Politikerinnen der Länder, die miteinander streiten. Bei Kriegen geht es meistens um Macht und Geld. Damit die Leute mitmachen, werden auch andere Gründe wie zum Beispiel Religionen als Vorwand genommen. Wer kämpft beim Krieg? Die Anführer und Anführerinnen selber kämpfen meist nicht. Österreich hat sich als neutral erklärt. Was bedeutet das eigentlich für uns? Das heißt, dass Österreich an keinem Krieg mehr teilnimmt und bei anderen Kriegen keinem anderen Land hilft, Krieg zu führen. Darum ist es bei uns in Österreich sicher. Natürlich bekommt man da Angst. Die Menschen suchen Schutz vor dem Krieg, weil es sehr gefährlich ist. Sie verlassen ihr Zuhause, um in ein Land zu flüchten, das ihnen Sicherheit bietet und Hilfe anbietet. Menschen können nur dann glücklich leben, wenn es Frieden auf der Erde gibt. Eine Welt, in der Frieden herrscht und Menschen ohne Angst weiterleben können, ist nur möglich, wenn alle Waffen vernichtet werden. Das nennt man Abrüsten. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenhalten und Menschen Platz geben. Immer ganz laut dagegen sprechen und die Organisationen, Demonstrationen, Social-Media-Kanäle nutzen, um das Nein gegen Krieg sichtbar machen zu können. Hallo Leute, wir sind hier wieder bei Just Wienerberg. Was ist eigentlich Krieg? Ein Krieg ist zum Beispiel, wenn die Leute, die über Politik sprechen, sich nicht einig sind, wie was abläuft. Also Krieg kann zum Beispiel Konflikt zwischen zwei Ländern sein oder auch vielen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel jetzt gerade zum Beispiel Ukraine gegen Russland und wahrscheinlich werden noch wahrscheinlich viel mehr Länder eingemischt. Aber momentan weiß man es nicht, ja. Ein Krieg ist, wenn zwei Länder Streit haben. Und sich gegenseitig abschießen. Krieg ist für mich, wenn Menschen miteinander nicht klar diskutieren können und dabei die Waffen sprechen lassen. Und warum führen Menschen eigentlich Krieg? Krieg gibt es auch immer, weil man Land einnehmen will, zum Beispiel Russland, wie jetzt auch Ukraine einnehmen, wegen den Hafen für Kriegsflotten und so weiter. Eigentlich immer wegen Land und Geld. Also ich finde, wenn jemand sehr viel Macht hat und nicht so viel Gehirn, finde ich nicht, dass er Präsident sein sollte. Und durch diese Macht probieren die Präsidenten ein anderes Land zu erobern oder möchten das Land nicht teilen. Was passiert da in der Ukraine? Es passiert etwas nicht Schönes. Es sterben unschuldige Menschen daran. Momentan in der Ukraine, die wird gerade von Russland bombardiert in vielen verschiedenen Städten. Aber zum Beispiel die Hauptstadt wurde noch nicht attackiert, aber es herrscht gerade viel Chaos und viele Tote sind. Gibt's auch. Ja, die russische Armee tut mit Raketen, Panzern, mit russischen Soldaten probieren die Ukraine anzugreifen. Warum führen Menschen Krieg und was können wir dagegen machen? Es ist nicht so, dass die Menschen einfach so Krieg wollen, sondern es ist so, wie der Präsident es sagt, so müssen sie es auch machen. Und wir können damit zum Beispiel mit Spenden oder wir können einfach den Menschen helfen. Eine Art wäre zu protestieren, sehr viel zu protestieren auf den Straßen. Oder das Social Media ist auch sehr stark, da kann man auch sehr präsent sein, indem man Spenden sammelt oder irgendwelche Beiträge gegen den Krieg ins Internet stellt und teilen immer. Meiner Meinung nach, keine Ahnung, vielleicht spenden die Leute helfen, die gerade flüchten. Gibt es auch viele Flüchtlinge hier, also von der Ukraine in Österreich. Vielleicht kann man denen helfen irgendwie. Ja, ansonsten habe ich keine Ahnung. Indem man demonstrieren geht, indem man einfach auf Social Media Kanälen mitpostet, Stories macht. Es ist nicht nur der Krieg, der jetzt in der Ukraine passiert. Es ist der Krieg auf der ganzen Welt. Und den sollten wir einfach stoppen. Mensch ist Mensch. Wir könnten sagen, ihr hört auf halt. Das ist nicht gut, was ihr macht. Ihr richtet Schaden an und so. Und tötet. Okay, dann bedanken wir uns. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Es braucht sofort Frieden für die Menschheit.